Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hunter 3, ihr Siraten. Ja, heute habe ich frei gehabt und ich dachte mir, jetzt im Abend nehme ich mal nochmal Silent Hunter 3 auf. Ich weiß bloß nicht, wann ich die Folge hochladen werde, weil ich denn morgen wieder arbeiten bin. Und ich werde erst auch wieder nächste Woche Donnerstag frei haben. Na gut, mal gucken. Mal gucken. So, hier haben wir alle gehabt. 7B bleiben wir. Ja. Alles. Gut, Besatzung haben wir auch. Auszeichnungen waren ja keine mehr. Gut, denn geht's nach AN59, also die Nordsee. Mal gucken. Hätte ich heute zwei Folgen aufnehmen können, aber ich habe ein bisschen was erledigen, musste noch ein bisschen was erledigen in der Stadt. Dann war ich heute noch beim Sport gewesen wieder, hat mir wieder sehr gut getan. Und dann habe ich ein Nickerchen gemacht. So wie eine beschissene schwüle Hitze schon wieder. Volle Fahrt voraus. Ja. Hier müssen wir so hin. Wieder an der englischen Ostküste. Na denn los. Verbündete hier oben. Blockadebrecher. Oh! Wir sehen St. Brig Naval Base. Ist gefallen. Bald Frankreich auffallen. 4. Juni 1940. Schiff gesichtet. Oh. Was haben wir hier? Ach du Scheiße, ein Fischkutter. Naja. Jawohl, Herr Kalloin. Kleine Beute. Schiff gesichtet. Lage 1-1. Große Entfernung. Kleinere Beute. Yeah.
Ups. Da man versinkt. Ich glaube, ganze 81 Tonnen wiegt das Ding. Wow. Jawohl, Herr Kaloin. Mir ist es schön. Wer den Set nicht ehrt, ist es doch das nicht wert. Den muss ich hier. Kleinvieh macht auch Mist. Man muss hier weiter hochrechnen. Mittelschnell, ne? Mit der bestimmten 12-13 Minuten fahren. Schiff gesichtet! Jawohl, Herr Kaloin! Volle Fahrt voraus! Schiff gesichtet! Lage 5-3, große Entfernung! Jawohl, Herr Kaloin! Ja, die sind dann sich schon mehr Spiel, oder sie schon mehr. Na gut! Schiff gesichtet! Jawohl, Herr Kaloin! Jawohl, Herr Kaloin! Alle Maschinen stopp! Du bist zu nah dran.
Jawohl, Herr Kaloyn. Wahnsinnige Fahrt zurück. Das war jetzt ein Mainfehler, wir sind jetzt auf meine Kappe. So, kommen wir runter. Jawohl, Herr Kaloyn, kleine Fahrt voraus. Und starten einen neuen Angriff. Ich muss bloß ihn entdecken lassen. Jawohl, Herr Kaloyn, volle Fahrt voraus. Schiff gesichtet. Jawohl, Herr Kaloyn. Schiff gesichtet. Jawohl, Herr Kaloyn. Rohr 1, los! Rohr 2, los! Torpedotreffer! Rohr 3, los! Torpedotreffer! Jawohl, Herr Kaloyn! Ausblasen! Mhm.
Jawohl, Herr Kalon. Volle Fahrt voraus. So Leute, ich bin mal gleich wieder da. Ich muss schon was machen. Bis gleich. So, und da ist auch schon abgesoffen, der Kleine. Gut, gut. Ja, da war keine Anfängerfehler gewesen gerade von mir. Da bin ich zu nah rangefahren. Das gebe ich zu, das nehme ich auf meine Kappe. Aber wie gesagt, das ist ja bloß ein Spiel. Das ist alles bloß virtuell. Und wie gesagt, ich hoffe, dass so eine Zeit nie wiederkommt. Jetzt ist Wetter wieder gut. Schiff gesichtet! Gut, mal Frachter, den nehmen wir mit der Bordkanone ins Visier. Wieder.
der sich versenkt. Aktuell sieht die ganze Lage ja noch gut aus für uns. Aber wie gesagt, mit der Zeit wird sich alles ändern. Ab 41 bekommen die ersten Schiffe ja schon Bewaffnung. Und dann ab 42, 43, dann geht es langsam aber stetig bergab. Denn es ist nur noch um das nackte Überleben. Jawohl, Herr Kaloin. Schade, Schokolade ist, dass wir noch keinen Schlachtschiff haben. Schiff gesichtet! Ui! Jawohl, Herr Kaloin! Schiff gesichtet! Lage 3, 5, 4. Große Entfernung! Jawohl, Herr Kaloin! Feuer einstellen! Ja, Feuer einstellen, ey. Junge. Wenn wir dran sind und denn. Sonst verschwenden wir zu viele Granaten. Und das ist auch nicht so schön. Jawohl, Herr Kaloin.
Schiff gesichtet. Jawohl, Herr Kaloin. Seerohrtiefe. Jawohl, Herr Kaloin. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt zurück. Rohr 3, los! Rohr 4, los! Sehr schön. Ich hoffe, die alle laufen gut. Torpedo-Treffer! Ja, er musste wieder... Jawohl, Herr Kaloin! Beschissen loben. Rohr 2! Los! Keine Ahnung, womit die alle los ist, aber der letzte ist gerade in die Juli loben. So. Jawohl, Herr Kaloin. Ausblasen. Volle Fahrt voraus. Da hinten ist der Frachter. Schiff gesichtet. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Volle Fahrt voraus. Schiff gesichtet. Schiff gesichtet.
sind sie. Die U-88. Die Bombe geschmissen. Schiff gesichtet. Das ist herrlich. Wenn der Wetter mitspielt, dann immer schön Jagd mit dem Ding machen. Jawohl, Herr Kaloin. Ich glaube, dann bereiten Sie jetzt die Operation Sealane vor.
Ich gucke mal in Loch Ifnimmerin, kicken, was da drinnen liegt. Vielleicht liegt diesmal was drinnen. Ich weiß es nicht, mal gucken. Wäre mal schön, mal wirklich mal einen dicken Pott mal zu versenken. So, Pilze haben wir auch noch genug. Mal gucken. Schiff gesichtet! Jawohl, Herr Kaloin! Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stopp. Rohr 1, los! Rohr 2, los! Jetzt kann man bloß hoffen, dass die Dinger sitzen. Torpedotreffer! Torpedotreffer! Jawohl! Thank you.
Kaloin. Ausblasen! Volle Fahrt voraus. Sollten wir hier nichts finden, dann breche ich jetzt die Mission ab und fahre nach Hause, weil, wie gesagt, der Dieselvorrat ist ja auch fast erschöpft. Und ja. Und dann hat sie auch, wie gesagt, keinen Sinn mehr, die Feindfahrt weiter zu machen, weil, wie gesagt, Torpedovorrat ist fast erschöpft. Hallo, was liegt denn da vor Anker? Gucken wir mal gleich hier rum. Ich guck mal mit der Außenkamera mal da hinten, wo vor Anker liegt. Mal gucken. Der Fidschi, der leichte Kreuzer. Da siehst du wohl. Darauf habe ich spekuliert, dass der irgendjemand davor liegt. Und der wird jetzt öfters da jetzt rumliegen. Heißt, also wir könnten mal öfters mal noch nach Loch Yves rinfahren und dann den versenken. Meine wäre zwar eintönig, aber es sind immer sichere 10.000 Tonnen. Also der wiegt über 10.000 Tonnen, weil ich habe mich schon öfters mal versenkt. Aber wie gesagt, was mir wirklich fehlt, ist wirklich mal ein schönes Schlachtschiff. Oder mal ein schöner Flottenflugzeugträger. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich bis jetzt nur einmal in diesen Hafen, und zwar genau hier, in der Bucht hier, einen Flottenflugzeugträger gefunden habe. Nur einmal. Hier hinten stand immer ein Schlachtschiff rum. Das war meistens immer die Nelson gewesen, die da rumgelegen ist. Aber
gedacht. Sieht nicht so aus. Rohr 1, los! Rohr 3, los! Rohr 4, los! Torpedotreffer! Sehr schön. Jetzt werden wir auf Loch Eve rausfahren. Und denn die Feindfahrt beenden, denn ja, wir haben keine Torpedos mehr, wir haben nur noch die drei Torpedos an Bord und dieses Vorrat ist ja schon fast alle. So, da werden wir die Patrouille. Aber 26.550 Tonnen. Zurück zur Basis. Ihre Mannschaft erhielt Beförderung. So, wir haben einen Leichenkreuzer versenkt. 12.000 Tonnen, ein Zerstörer. Und 7 Handelsschiffe. Naja, gut. Na ja, Italien ist diesmal ein bisschen rar, aber was willst du machen? Man kann nicht immer guten Erfolg haben. Deswegen bin ich ja froh, dass wir noch den leichten Kreuzer wenigstens noch versenkt haben. So, meine Lieben. Gucken wir mal rein, ob es was Neues gibt. Batterien haben wir die? Die haben wir bereits. Ansonsten gibt es nichts weiter. Gut, dann wartet für diese Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Silent Hunter 3 wieder, ne? Also bis dann, habt einen schönen Abend, schönen Tag und ja, wunderbar und tschüss.